Guten Morgen. Heute mache ich eine Wanderung von Gornigl, genau genommen von der Station Gornigl-Gantrisch-Hütte. Es geht vorbei am Gantrisch über den Morgitzerpass. Da geht es nach oben, ca. 500 Höhenmeter. Und dann geht es eigentlich nur noch runter bis Derstetten. Das Wetter ist sonnig, zum Teil hat es leicht Wolken. Aber die Fernsicht sollte sehr gut sein. Ich freue mich auf diese Tour. Vor kurzem habe ich eine Wanderung in dieser Region unternommen. Ging auch mit dem Postauto eine Station früher und dann auf Stockhorn. Das war ganz anders. Viele Leute unterwegs und auch heute wieder sind bei dieser Station praktisch alle ausgestiegen und ich fuhr, wie gesagt, eine Station weiter und dort stieg ich alleine aus und das ist gleich viel anders. Praktisch keine Leute hier bisher unterwegs. Eher so eine Nebenroute, wie es aussieht. Ich habe den Morgitzerpass erreicht, der höchste Punkt der heutigen Wanderung. Gleich zu Beginn, nach ungefähr 2-3 Kilometern. Jetzt geht es nur noch runter. Das heißt, jetzt wird es spannend, ob meine Knie halten. Gewisse steile Stücke sind jetzt hinter mir. Im Moment geht es etwas besser zum Laufen. Auch jetzt Pause. Und dann werde ich weiterlaufen. Thank you.
nämlich hier in Bad Weißenburg. Das geht nicht gerade in die römische Zeit zurück, aber immerhin ins Jahr 1603. Ich befinde mich kurz vor dem Ziel in Weißenburg. Noch ein kleines Fazit der heutigen Wanderung. War sehr unterschiedlich. Zu Beginn spannend und interessant, bis rauf zum Pass. Und dann wirklich ein extrem mühsamer Abstieg. Weg sehr steil, kaum zu laufen, Kies und zum Teil sogar Beton. Dann wird es wieder besser. Zum Teil Feldweg, zum Teil einfach so Kies, aber flach. Ging wieder gut. Und dann habe ich mich entschieden, einen anderen Weg zu nehmen über die Hängebrücke. Und dann wird es so richtig interessant. Diese Hängebrücke. Dann das Bad, das alte Bad, also wirklich sehr spannend. Ja, man sieht, es ist eine sehr abwechslungsreiche Wanderung und schlussendlich hat dieses letzte Stück war wirklich super. Ich freue mich auf die nächste Wanderung. Bis zum nächsten Video.